And what's up, my people? Wir spielen selbstverständlich wieder Conan Exiles. Aber, und ich verstehe nicht ganz wieso, mein Charakter gerade so seltsam sitzt. Gut, hat sich wohl anscheinend erledigt. Naja, egal. Wir spielen es nicht allein. Wir spielen genau wie in der letzten Aufnahme mit unserem Fischi. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was wir heute machen werden oder was wir Neues entdecken werden. Ja. Aber wir machen es trotzdem. Naja, ich hole unseren Fisch jetzt erstmal rein und dann gucken wir mal, wie der Tag so wird. Viel Spaß beim Zuschauen. Und wenn euch die Folgen gefallen, lasst mir ein Like da, teilt das Video, unterstützt mich und den lieben Fischi oder wer auch immer noch hinzukommt. Vielleicht irgendwann wieder unser Schlumpfi, vielleicht auch Joe, wer weiß. Lasst mir ein Abo da, verpasst keine weiteren Folgen, denn nur hier findet ihr die nachhaltigsten Let's Plays überhaupt. Also los geht's. Fischi, man hört. Hallo. Läufst du denn schon wieder rum? Nein, Verbandenlager-Auskundschaften. Hier ist doch gar keine. Das ist richtig, die findest du auch erst später. Na, meine Reise ist schon wieder weg. Ich habe manchmal diesen blöden Bug, dass oben die Reise verschwindet, die Ziele. Naja, Pech gehabt. Ich glaube, ich muss erstmal Joes Fundament hier entfernen. Na Fischi, was möchtest du denn heute machen? Erstmal nicht sterben. Viel Glück dabei. Ich sagte es dir ja schon, Übermut tut selten gut, aber du musst es auf die harte Tour lernen. Ah, du klopfst dich mit dem. Neben mir lief gerade ein Hase und ich dachte, du legst dich mit dem Hasen gerade an. Nein. Monty Python, Monty Python! Hab direkt die Reference im Kopf. Hab ihn erledigt und ich bin fast tot. So, und jetzt stellst du dir das einfach mal vor in normalen Verbandenlagern, wo dann 20 drin sind. Und Bogenschützen. Und auch nicht auf Stufe 1. Und jetzt frage ich dich nochmal, möchtest du es lernen oder möchtest du es sterben? Was möchte ich lernen? Aua. Suchst du aus, das Spiel wäre doch zum Beispiel ein Anfang. Ich muss erstmal gucken, dass ich nicht sterbe. Das ist eigentlich elementar für dieses Spiel, ja. Aber schön, dass ich auch über das noch normal ausrechnen kann. Ja, und im Gegensatz zu Ark hast du hier auch kein Ich muss stehen bleiben. Du kannst ja mal diese 1000 Steine aus der Kiste ins Inventar nehmen. Geht wieder mit Shift-Click. Ja, ja. Dann bist du massiv überlastet, aber du kannst dich trotzdem noch bewegen. Also es gibt keine Grenze hier an Gewicht. So, Wildfleisch habe ich. Du kommst dann in den von mir sogenannten Sexy Walk-Modus. Weil wenn du eine Frau spielst und du bist überlastet, dann hat die einen übelst geilen, wackelnden Arsch. Das ist massiv übertrieben dargestellt. Holy fuck shit. Oh, hier ist auch Aloe. Perfekt. Für mein Experiment, während du das Spiel nämlich lernst, brauchte ich noch Aloe. Was hast du bei Ark immer am liebsten gemacht? Was hat dir so richtig Spaß gemacht? Gejagt. Gejagt. Aber wie funktioniert das jetzt? Jagen fällt hier im Spiel weg. Fleischfetzen. Yum, 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 yum. Ich würde sie nur nicht roh essen. Ja, ich brate sie gerade. Solange du nämlich nicht geskillt bist auf Überleben Stufe 1, wird das Lebensmittelvergiftung bringen. Verdammte Scheiße, habe ich keine Biene bekommen? Leck mich doch am Arsch. Ich muss doch irgendwo Bienen herkriegen. Ich habe immer das Glück und habe mindestens eine Biene beim Sammeln. Oh, Scheiße. Also rezeptetechnisch könnte ich dich jetzt mit Wissen totbomben. Gerade für Leute, die gerne hier kochen, gibt es unglaublich viele Rezepte. Oh, ja. Ja, du könntest da stundenlang mit verbringen, nur Rezepte auszuprobieren. Du könntest hier nämlich saumäßig viel kombinieren.
Alter, keine Biene? Moment, was mache ich falsch? Muss ich das mit einer... Ne, mit der Axt abbauen geht auch nicht. Nur Insekten, was ist das für eine Scheiße? Wie war das mit Experte im Spiel? Egal. Also wenn du bessere Waffen willst, musst du es eigentlich nur sagen. Bau sie mir selber. Erst soll ich mal ein bisschen gucken. Vielleicht sollte ich mitkommen, dann haben wir wenigstens... Oh, ich habe doch Bienen bekommen, da unten sind sie ja. Vielleicht haben wir dann wenigstens die Zuschauer ein wenig was zu sehen. Weil mir wirst du relativ wenig Neues zeigen. Das ist richtig. So. Huch. Das Einzige, was ich mal eben mache, ist die Fischreuse auffüllen. Kommt da für einen Köder rein? Insekten. Die kriegst du aus jeder Pflanze. Ich finde dich gleich schon wieder. Ich gucke nur gerade, wie mein Projekt läuft. Glaube ich, brauche 10. Moment. Nein! 20 Honig. Bäh. Shame on Nein, you. Ich habe einen Hasen getötet. Oh, das tut mir überhaupt nicht leid. Also ich werde bald mal... Nein, ich habe meinen Kanal jetzt so. Ich denke, ich mache jetzt nur noch nachhaltige Let's Plays. Und ich werde versuchen, diese Spiele auf vegetarisch zu spielen. Das wäre witzig. Oh. Das ist mal herausfordernd. Na, es ist doch so. Versuch mal zum Beispiel 7 Days vegetarisch. Ja, das ist halt einfach mal wirklich eine Herausforderung und nicht einfach nur so Chili Vanille. 7 Days Hardcore, die vegan Herausforderung. Oh, vegan auch noch. Das heißt, nee, Kartoffeln wären okay, Mais auch. Blaubeeren keine, wären okay. Ja, keine Milch. Nee, Milch haben wir eh nicht, Wasser geht, Honig haben wir auch nicht. Ja, eigentlich wird's gehen. Aber weißt du, was noch Hardcore wäre? Erstens Bio, das heißt, du darfst keine Chemiedünger ballern, du musst also warten, bis du eine Chemiestation hast und Naturdünger aus Scheiße bauen kannst. Dann nachhaltig, du darfst nicht zu viele Bäume fällen. Dann vegetarisch-pazifistisch. Vor allem das mit dem Pazifismus wird bei 7 Days einfach eine unglaublich lustige Herausforderung. Nun ja, also ich... Pazifistisch gegen Zombies? Ich meine... Ist möglich. Willst du dich mal mit mehr Leuten anlegen? Du hast jetzt schon ein Leder-Outfit? Das hab ich gefunden, weil mein Typ nicht gerade erledigt hat. Da siehst du da hinten am Berg das Feuer. Große Feuer stehen immer für Gegnergruppen. Ich sollte echt meine Musik am Handy mal wieder ausmachen, Augenblick. So. Ja, ich verstehe es halt nicht. Wieso ist die an? Die ist immer aus, eigentlich. Ach, dieses Schild ist sowas von verschwendetes Potenzial seitens der Hersteller. Dieses Schild ist nämlich das einzige Schild, was eine Geschichte hat. Steuerung blockst du, ne? Na, liebe Freunde, gleich sehen wir das erste Mal, dass er keine Ausdauer hat. Und dann werden die Leben runtergehen und dann stirbt er. Mal einem Kampf zugucken ist auch mal was ganz anderes. Vor allem Speerkämpfer sind sehr, sehr, sehr gemein. Hey, geh mal weg von mir. Loot, Klau. Nein, doch nicht. Da ist nur Scheiß drin. Hey, geh mal weg von mir. Was hat der? Oh, Hitler. Der hat was Cooles. Ah,
Was ist das denn für eine Gaskugel? Oh. Ja, die ist cool. Da kannst du später ganze Gegnerlager mit ausheben mit einem Wurf. Es gibt übrigens einen Bug in diesem Spiel, wie du nahezu, ohne was zu sammeln, unendlich lange überleben kannst. Aha. Du kannst dich nämlich selbst abbauen. Also an Fleisch. Also sterben und dann, ja. Ja, und einfach immer zu seiner Position wieder gehen und dann irgendwas fressen, was dich umbringt und das einfach öfters. Es geht bei Ark aber auch. Das ist richtig. Nur dieses Spiel macht es halt etwas besser. Du brauchst die Hasen nicht töten. Ach, ich brauche Fleisch. Nein, brauchst du nicht. Du überlebst in diesem Spiel auch so. Im Moment komme ich mir vor wie ein Kameramann. Das ist blöd. Ich muss auch mal wieder was machen. Ey. Ja, mach mal was. Geht nicht. Du wirst immer mitgezogen. Du brauchst mal einen Server. Ach, ich hole mir irgendwann mal einen. Ah, okay. Vielleicht will die Community ja dafür spenden. Vielleicht hole ich mir dann einen. Ja, ich war letztens in Verhandlungen mit einem Serveranbieter. Allerdings die Konditionen, die ich erfüllen soll, passten mir gar nicht. Ich bin doch keine Werbefläche. Ich bin gerne bereit, wenn ich irgendwo einen Server gesponsert kriege, da nicht nur dem Sinne Werbung für zu machen, dass ich sage, ich bin da, sondern auch durchaus, wenn mir das Produkt gefällt, dies zu vertreten. Aber ich sehe es nicht ein, etwas, das mir persönlich zum Spielen reicht, aber nicht für mehr als das schlechte Ding, nee, als das Ding schlechthin zu machen. Das sehe ich nicht ein. Also ich muss auch zu einem Produkt stehen können, wenn ich es vertreten soll. So, was mache ich denn heute mal? Da du ja ganz offenkundig auf dieser Anfangsinsel eh schon klarkommst, Klugscheißer, kannst du ja mit mir hoch zum anderen Haus. Dann kann ich wenigstens an meinen Sachen weiterarbeiten. Ja, dann auf ihn. Ja, denn ich habe mir irgendwann mal den No Harm's Way gebaut. Falls du meine Let's Plays verfolgt hast, was ich dir überhaupt nicht zutraue, so viel Engagement, dann wüsstest du auch, welcher das ist. Gerade ist angefangen. Das Coole ist, du kannst ja sogar die Pflanzen unter Wasser sammeln. Ich habe da zwar noch nie sowas extrem Wichtiges entdeckt, aber es geht. Ich frage mich mal, was diese Luftblasen hier sind. Ob das irgendeine Bedeutung hat, ob da irgendwie was unter dem Stein ist oder so. Prüfen wir das doch mal. Also. Oder heißt das, ich kriege hier Atemluft? Nö. Also es ist einfach nur Deko oder wie? Ja. Einfach nur Deko-Luftblasen, das ist ja cool. Das ist eigentlich schade, es hätte ja wenigstens so sein können, ja wohl, unter Wasser atmen, auch mit Luftblasen. Guck mal nach oben. 30 Schritt abgeschlossen, im Aufzug, ich glaube, das klappt mir gleich im Kopf. Wenn du übrigens in diese Richtung da gehst, da hast du ein Nest von Krokus, die genau... Echt jetzt, du ziehst ihn jedes Mal wieder hoch? Ach, braucht das so lange? Ja, guck mal nach oben, dann siehst du ihn doch. Es ist cool, dass es überhaupt Aufzüge gibt. Hallo? Das Geile ist, NPCs in diesem Spiel kämpfen gegeneinander. Also wenn du, wie gesagt, nach da hinten gehst, da ist ein NPC-Camp. Also mit Lagerfeuer wieder. Und genau daneben spawnen die Krokos. Und jedes Mal nach ein paar Sekunden zerfetzen die sich alle gegenseitig. Tja, warum nicht? Ich finde, das schlechteste NPC-Camp, also das, was es am miesesten erwischt hat, ist das, was genau neben der Spinnenhöhle ist, weil die kriechen da in regelmäßigen Abständen raus und zerfressen die NPCs. Die haben es am schlimmsten erwischt. So, das hier ist zum Beispiel Eisen. Das brauchen wir später in Massen. Ich würde dein Gewicht nicht so hoch machen, der Weg ist noch weit. Aber hey, jeder muss auf seine Weise lernen. Ich glaube, wir besuchen mal eben deinen Patron. Können wir machen, Sekunde. Oh, warte mal, ich stelle mich mal eben dahin, damit du noch was von der Geschichte mitkriegst. Weil die ist nämlich echt schön. Die Hintergrundgeschichte, die ist gut gemacht.
Kurz gucken, wo du hin bist. Zeig mir das nicht an. Einfach einen Berg hoch. Ich warte hier oben. Kannst du auch einfach M drücken, dann siehst du mich ja. Ich finde, was hier fehlt, ist so, dass man, wenn man in der Nähe von jemandem ist, dass man durch die Wand hindurch seine Namen sehen könnte. Hier ist noch ein Stein für die Geschichte. Da stößt man mal ganz leicht falsch an seine Nase und schon hat man hier alles voll Blut. Alles gut. So, da vorne. Das ist wohl dein neuer bester Freund. Das ist nämlich dein Priester. Erst dachte ich, das wäre ein Böser und habe mich gewundert, warum ich den nicht tot kriege. Das war ein freundlicher NPC. Bei dem hier kannst du ursprünglich die Religion lernen. Bei dem lernst du auch das Emote jubeln. Also seine Bewegungen sind gerade etwas plastisch. Das ist übrigens dein Altar, den du bauen kannst. Ja, ich muss selber bauen wahrscheinlich, ne? Ja, richtig. Bei unserem Haus sind ein paar von meinen Göttern. Ich hab's gesehen. Ich überlege gerade, ob ich Rinde mitnehmen soll. Die gibt's nämlich am meisten bei diesen weißen Bäumen. Naja, egal. Hey, Level up, schon wieder. Beschwer dich doch nicht. Yay! Yay, Beschwerden. Und dann? Auf geht's. Ich meine, du kannst natürlich auch den stressigen Weg nehmen. Mir soll das sehr recht sein. Wieso, wenn du schon hier hast? Ja, die Konstruktion hat mich Stunden über Stunden gedauert, bis ich mal den kompletten Weg bis von der alten Basis bis zur neuen abgedeckt hatte. Aber seitdem ist es einfach sehr gemütlich. Ich hätte es ja cool gefunden, wenn man eine ganz, ganz durchgehende, vertikale Bahn hätte. So wie diese hier, nur halt wirklich komplett durchgehend. Also von der alten Basis so komplett da oben im Himmel bis zur neuen und dann irgendwann einfach dazwischen ein Stopp. Ja. Das wäre cool gewesen. So, wenn du jetzt hier runterspringst, bist du tot. Wollte ich dir mal sagen. Nee. Den Sturzschaden überlebst du niemals. Nicht mal mit Fantasie. Hast du gerade dieses Klacken gehört? Dieses Knistern, Klacken oder Kiefern knacken, sowas? Nein. Okay. Sei froh. Du magst keine Spinnen, oder? Bin ich aber nicht unbedingt ein Spinnenfreund, das ist richtig. Dann siehst du das Feuer da hinten, da wo es hell ist, am Berg, das kleine? Ja. Ja, ist die Spinnenhülle und das NPC-Camp, die jedes Mal regelmäßig gefickt werden. Ja. Also wenn du da hingehst, bereite dich auf eine ganze Höhle von riesigen Viechern vor. Oh, wie süß! Die Wolfsöhrchen liegen ja an bei meinem Hut. Oh, wie niedlich. Ist das nicht eine gemütliche Art und Weise, von A nach B zu kommen? Sehr gemütlich. Richtig, da unten sind Hyänen, geh den Weg. Die Sache ist halt nur, diesen Berg kommt man nicht hoch. Also nicht mehr mit Klettern. Aber das müssen sich zumindest, und jetzt darfst du sie beneiden, die Zuschauer nicht antun. Zeitlich sind wir nämlich durch. Gott sei Dank. So ein Pech, was? Möchtest du dich noch verabschieden diesmal? Ja, bis zum nächsten Mal. Und Mu. Wieso Mu? Immer. Ach, keine Ahnung. Mir ist danach. Okay. So. Dann würde ich sagen, wirst du mich jetzt quasi für einen kurzen Moment gleich nicht mehr hören. Warte, nicht ohne mich. Ihr hört mich nicht mehr. Ihr hört mich. Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein bei unserem schönen Koop-Spiel zu Conan Exiles. Bis zum nächsten Mal. Valadoeris.
euer Wolf.